Hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Irgendwo habe ich ein Skelett gehört, darum war ich kurz leise. Aua. Na, Anfängerfehler. Hier ist aber auch so viel Kies drin. Und irgendwo gibt es eine Ratte. Die wollen wir nicht haben. So, den Kies nehme ich heute mal mit, weil er so im Überfluss vorhanden ist. Ganz einfach. Und hier haben wir noch Eisen. Eisen findet man hier nicht übel, das muss ich mal zugeben. Fast schon zu viel. Gut, ich esse jetzt mal Gammelfleisch, macht auch nichts. So, machen wir kurz mal die Lava zu, dann holen wir uns da noch das Eisen. Zack. Geh weg. Und Eisen, Eisen. Eisen zum Davotschmeißen. So. Hallo? Wir haben keinen Platz mehr für Eisen. Dann werfen wir das Zeug weg hier. Das Rattenzeug. Denn Eisen ist bei weitem wichtiger als dieses Rattenzeug. Diese kaputten Ratten oder was auch immer das da ist. So, Kohle nehmen wir auch mit. Und Eisen. Monstertechnisch ist es ein bisschen ruhiger geworden in letzter Zeit. Verdächtig ruhig. Whetstone. Natürlich nehmen wir auch den Whetstone mit, ganz klar. Noch mehr davon. Okay, gehen wir mal kurz zurück und schauen mal, was es da noch gibt. Hier lang geht's noch. Irgendwo sind Zombies. Irgendwo höre ich eine Ratte. Ziemlich nah und doch so fern. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Helligkeit bleibt, wenn die Lava weg ist. Sieht fast so aus. Aber warum? Oh, na gut. Damit hat sich der Fall erledigt. Hier haben wir die Pferde, die wir gehört haben. Da geht's auch nochmal richtig tief runter. Natürlich sehen wir nach, was hier unten ist. Okay, nehmen wir gerade mal kurz das Eisen mit. Ich weiß, ihr wollt wahrscheinlich sehen, wo die Zombie-Geräusche herkommen und so weiter. Aber wir wollen ja die Rohstoffsuche nicht vernachlässigen. Ich schätze fast, sie kommen hier hinter dem Gravel. Da drüben will jemand Haue bestellen. Die kriegt er natürlich auch. Da sind wir ein sehr zuverlässiger Dienstlieferant. Boah, ich hätte jetzt eigentlich schwören können, dass hinter dem Gravel irgendwas versteckt ist, weil das war früher doch ziemlich oft so. Doch heute scheinbar nicht. Dann gehen wir mal hier drüben weiter. So. Bin ein bisschen ruhiger geworden, ne, in der Höhle. Uha. Zombie-Spawner. Da haben wir es doch.
Ich wusste, hier ist einer. Plopp. So, das dürfte es gewesen sein mit Zombies. Und jetzt haben wir natürlich ein Platzproblem. Was ist denn das? Das lassen wir mal hier. Wolle lassen wir hier, nehmen wir lieber einen Sattel mit. Was haben wir hier noch? Noch ein Sattel. Noch ein Eimer. Eisen, warum nicht? Schallplatte. Na komm. Nehmen wir mal eine mit. Wäre ja dann sogar unsere erste. Den Feuerstein lassen wir da. Ja, und den Rest können wir genauso gut da lassen. Den Stein würde ich gerne mitnehmen, der hier noch rumfliegt. Da lassen wir 24 Erde da. Und dann nehmen wir hier noch die Steine mit. Und den Zombie-Spawner, den lassen wir jetzt mal ganz, weil er ja doch ziemlich in unserer Nähe ist. Vielleicht kann man den ja nochmal nützlich machen für eine Monsterfalle oder sowas. Oder für eine Nicht-Monsterfalle. Das ist ja jetzt dann eher so eine XP-Maschine, denn Monsterfallen, ja, die sind ja kaum noch machbar. Also ich weiß nicht, kennt ihr noch gute Monsterfallen, die auch funktioniert auf den neuen Minecraft-Versionen, also 1.6 aufwärts gesehen? Da sind die Monster doch jetzt klüger geworden und lassen sich nicht mehr so leicht von Wasserströmen etc. ablenken. Also jetzt im wahrsten Sinne des Wortes ablenken, nicht ablenken im Sinne von, hey, guck mal da drüben, was machst denn du hier? Na, ist ja höchst unerhört. Peng, dann machen wir es halt doch kaputt. Jetzt ist Schicht. Und weiter geht die Suche. Und hier ist schon Feierabend. Da schauen wir an. Na gut, dann gehen wir mal zurück. Schauen mal, ob wir noch andere Verstrebungen finden. Und wenn nicht, dann war es das auch schon. Ich meine, wir haben ja schon einiges gesammelt. Für mich würde es dann auch schon wieder reichen. Ich muss zugeben, ich bin nicht so ein Typ, der die Höhle wirklich bis zum letzten abforscht. Ich gehe raus, wenn ich genug Zeug habe. Wenn ihr wollt, dann machen wir das mal. Dann machen wir da mal. Ja, dann suchen wir uns da mal so eine richtige Höhle, die schön tief ist. Und machen uns da so ein kleines Camp oder sowas. Camp Laszlo. Und erforschen die von oben bis unten. Hahaha. Tja, Skelett. Mist. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich glaube, wir kamen von hier unten, ne? Ich hoffe es einfach. Ich habe ehrlich gesagt keine wirkliche Ahnung, von wo ich kam. Oh, von hier unten schon mal nicht. Jetzt heißt es nach draußen finden. Aus dieser verworrenen Höhle. Wie lange würde das Gammelfleisch noch reichen? Auf jeden Fall kamen wir von hier. Hier waren die Creeper. Da hinten ist es noch dunkel. Na gut, hier ist nichts Besonderes. Kamen wir von oben? Ich meine ja. Hier sind wir auch magemutig runtergesprungen. Ups. Und natürlich, eine Höhle gibt es ja immer noch, die müssen wir unbedingt mal fertig erkunden. Ihr wisst schon welche, die aus Folge 2. Ach du Kacke, hier ist ja noch alles dunkel. Die Höhle aus Folge 2 natürlich, die müssen wir noch fertig erkunden. Da waren wir dann mittlerweile schon mal wieder, aber sind wieder rausgeflohen. Okay, hier ist nix. Ich gehe jetzt einfach mal nach oben, weil der Logik nach müsste ja oben irgendwo der Ausgang sein. Hier wäre noch Eisen, aber das nehme ich jetzt mal nicht mit, damit wir uns nicht verirren.
Da war eine Spinne. Komm her, Spinne. Da ist ein Creeper. Ich glaube, da oben sollten wir nochmal vorbeischauen. Schöne Animation. Oh oh, ich komme hier durch. Okay. Alter. Ich habe nur 3 Herzen. Die Musik passt gerade sehr gut. Muss es denn gerade ein Skelett sein, das ich höre? Die gefährlichsten Mobs. Die ich jetzt gerade brauchen kann. Was hat denn die Spinne für Spackungen? Nein! Creeper! Okay. Sekunde. Hintergrund geht einfach wieder Avira auf. Das ist so ätzend. Okay. Noch leben wir. Im Gegenteil. Es sieht sogar noch einigermaßen gut aus wieder. Da hinten sehe ich Licht. Darum gehe ich da jetzt mal hin. Der Ausgang vielleicht? Der könnte es sein. Hier geht es auf jeden Fall raus. Aber was ist hier unten? Noch mehr Eisen auf jeden Fall. Das wir mitnehmen. Werden wir zu gierig? Sollten wir lieber umdrehen? Aber was soll einem beim Kies schon passieren? Okay, hier waren wir schon. Und bevor uns der Zombie hier noch erwischt. Hoppla. Mann. Ja, dann verziehen wir uns mal aus dieser Höhle hinaus. Alter, was eine Soundkulisse. Da drüben sieht man bereits die Freiheit. Au! Aua! Nein! Golem! Nein! Skorpion! Uah. Schnell weg hier. Erwischt uns der Wolf? Nein, er erwischt uns nicht. Auch das Skelett. Kann uns gerade nichts und jetzt nur ab ins Bett. Hoffen, dass kein Geist kommt, wegen dem wir nicht schlafen können. Wir können schlafen.
Und damit haben wir dieses Abenteuer auch überlebt. Was für ein Glück, ey. Puh. Boah, ein Feuerorch war da noch. Lauter Zeug. Was ist denn das? Das Skelett hatte ja gerade eine ganz komische Rüstung an. Muss ich gerade mal schauen. Geh mal weg, Schwein. Ach, die sahen nur so komisch aus, weil sie eben irgendwie komisch aussah, aber eigentlich war sie gar nicht so komisch. Wer schießt denn da? Gut, ich weiß, der da drüben, aber er nervt. Ich habe auch nicht mehr viele Herzen schon wieder, es ist unglaublich. Aber wir haben eine, naja, also eisentechnisch haben wir eine sehr gute Ausbeute. Ansonsten geht's so. So, du Scheiß. Nein, Wasserskelette angreifen ist nicht so schlau. Und wir sind tot.